Hallo und willkommen zurück. Ja, wir müssen Zeit totschlagen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Können wir irgendwas Sinnvolles machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es partout nicht. Ja, hier mal die Rüstung. Ist in Ordnung. Ein paar Stunden haben wir noch totzuschlagen. Weil ich möchte gerne den Mixer da hinten machen. Aber momentan habe ich sehr viele Brutzelprobleme. Kann ich hier noch irgendwas Sinnvolles machen? Bienen können echt garstig werden. Man nehme ich auch in den Honig. Du Heiland. Du Heiland. Na komm. Na komm schon. Lacht mir halt ein paar Bienen ab. Ist doch kein Problem. Na komm. Fall vom Himmel. Na komm. Soll ich es einfach so... Hallo. Zack, weg. Ich überlege, was ich früher so für Probleme hatte mit den Viechern hier. Ich müsste mal noch jetzt hier reinkommen, oder? Jawollo. Hallo. Na, kommt er hier rein? Ja, ihr kommt hier rein. Oha. Upsi. Respawn. Wen haben wir es denn? 14 Uhr. Ja, kein Problem. Wir sind da auf jeden Fall schon drin gewesen. Das ist gut. Wahrscheinlich in einem Honigtopf ist da so ein Uhren-Upgrade-Farbentier. Ja, jetzt machen wir das Zeug schnell wieder. Das war auf jeden Fall lustig. Dieser Dolch, ne? Eieieiei, der ist so richtig gut. Ja, jetzt mit Meucheln halt noch ein Ticken geiler, ne? Hab ich echt so ein bisschen Bock drauf, ne? Aber können die Bienen auch Vergeltungsangriffe machen? Ich weiß es nicht. Eine Spionagebiene. Eine Spionagebiene. Ah. Es war so klar, dass ich da runterfallen werde. Ich habe dieses Talent. Ich lasse es mir auch nicht mehr nehmen. Ja, kein Problem. Jetzt gucken wir erstmal, was in dem Topf da drin ist. Bleibt da noch eine Weile liegen. Gut. Ich glaube, da kann man irgendwie... Kommt man irgendwie rauf.
Das lassen wir jetzt erstmal rausfinden. Biene. Da so weit hin, ja. Da ist noch ein Kaugummi. Ah. Jetzt hole ich mir erstmal einen Honigtopf. Weiter springen? Weiß es nicht. Lasst mich. Komme ich zum Beispiel nicht drauf. Spiel, bitte. Na, geht doch. Spiel. Ich möchte darauf. Bitte, danke. Dann halt nochmal von vorne. Ah, ich muss Zeit totschlagen. Ich kann es doch auch nicht ändern. Och Mann. Manchmal mobbt mich dieses Spiel einfach. Warum? Nur weil ich in den Honigtopf will. Ja, es ist nachmittags. Bienen schlafen. So, dann machen wir das eben so. Upsi. Komme ich da wesentlich so rüber? Ne, ich muss mich rüberbauen. Ja, kann ich mich auch gleich hochbauen. Dann kann ich mich doch auch gleich hochbauen. Wie spät haben wir es denn? 16 Uhr. Oh, bald ist es soweit. Bald ist das soweit. Zack. 50 sollten reichen. Für ein einfaches Fundament. Dann sollen sie mich da angreifen. Echt, wie schon gesagt, echt absolut schmerzfrei, ne? Einfacher geht's halt nicht, ne? Ah, dafür ist Lehm einfach nur geil. Kostet nichts, kannst richtig viel von mitschleppen. Möchte euer Bienengeheimnis haben. Nicht da rein sterben. Was los? Na? Yeah.
Tschüss. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Und tschüss. Was kann ich jetzt hier machen? Hier muss doch theoretisch irgendwas drin sein. Ich bin im Honigtopf. Lasst mich. Okay. Aber hier muss doch irgendwo die Uhr sein. Da vorne ist er. Nehme ich das einfach an? Hundeleib. Okay. Machen wir das eben zu. Okay. Der Honigtopf. Chewy, but not bad. No water filtration tablets needed. Ah, Rucksack können wir noch holen. Weg, weg. Zack. Das müsste brutzeln ja aus sein. Gut. Aber so wie ich das gerade gesehen habe, ist diese Schockverteidigung, die stößt die Gegner ein bisschen zurück. Finde ich gar nicht verkehrt. Gut, bauen wir da gleich. Ja, die werden mich sowieso gleich angreifen, wie die Wilden. Gleich die Ameisenlöwen. Wie weit kann ich denn bauen? Ich möchte diesmal mit Fundament arbeiten. Die erste Reihe Mauer drauf baue. Ich hoffe, das ist klug. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die über die hier direkt hinter spawnen können. Das weiß ich jetzt nicht. Immer wieder mega wenig. Yeah, ich auch. So halb. Das ist mal so. Wände. Kostet mich das, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Tür haben? Bist du da? Ja, das kostet mich was, okay. Ich möchte schon mehrere Verteidigungsreihen haben. Na kommen Sie, komm dahin. X. Dahin. 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 Eine Wand lasse ich mir offen. Obwohl, wir könnten ja halbe Wände setzen. Wo wart ihr? Da. Lass ich mir hier noch so eine
kleine Öffnung irgendwo lasse. Komm ich hier hoch? Ja. Ich weiß jetzt nicht. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, was hier noch ankommt. Ob Fliegeviecher noch kommen. Mit den Bienen, also werde ich auf jeden Fall erstmal ein Dach mit drauf sitzen. Ich weiß auch nicht, wie viel ich brauche. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber wir werden das erstmal alles einmal zubauen. So, Verteidigungswall Nummer 2. Ich bin immer noch versucht, überall Fundamente drunter zu setzen. Aber was mich echt wundert, dass mich noch nichts angegriffen hat. Fundamente. Ich lasse das einfach hier. Die Fundamente. Aber schön, dass mir noch nichts angegriffen hat. Das ist gut. Damit kann ich umgehen. Gut, jetzt machen wir hier noch eine halbe Wand hin. Halbe Wand. Und da, wie von Fundament runter. Die Wände komme ich an die Verteidigungsringe rein. Gut. Jetzt bin ich hier drin. Nein. Kriegen wir noch halbe Wände hier drauf gezimmert. Na, kriegen wir das hier drauf? Dann sollten wir eigentlich zack, das. Das. Kriegen wir jetzt noch ein Dach hier drauf. Also ich muss ja zumindest gucken, dass ich die Fliegeviecher fernhalte. Fundamente da. Also Bienen an sich sind nicht das Problem. Zack, zack. Komme ich denn noch ran, daher hier in die Ecke? Ja, da komme ich ran. Dann machen wir jetzt hier noch einen kleinen Verteidigungswall. Also eine kleine Ecke rein. Na, ich höre da schon was. Komm her, mein Freund. Komm schon. Hast Angst? Hm? Oh, nicht, mein Freund. Der war schon ein bisschen hartnäckiger, der Kumpel. So, das war die Vorhut. Ich glaube, das wird es nicht mehr lange dauern, denn. Ich höre sie doch schon. Nee, weg. Tschüss. Ah. Dick Finger. Zack. Eigentlich bräuchte ich ja bloß
Das ist ja so das Problem, was ich habe. Kommen die von weiter weg angelaufen? Weil dann kann ich mich einfach... Dann lasse ich mir einfach hier das hier über. Kann ich da nämlich rüber bauen. Ich denke mal, 3 Verteidigungswälle werden reichen. Eigentlich gehen sie ja immer auf die Strukturen. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, wir werden das Ding gleich mal anschmeißen. Und einfach mal sehen, was passiert. Lasst mich hin. Lasst mich einfach hin. Ist ja nicht nur hier rauf und dann kann ich hier doch hoch. Das war jetzt einer. Das waren jetzt 2. Ja, das wird nicht dabei gewesen sein, ne? Na? Kommen Sie? Komm. Stirb, 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 stirb. Ja, die machen schon gut Schaden an den Wänden, ne? Na komm, na kommt. Okay. So, gleich haben wir die Hälfte. Ich muss hinhören. Ich muss hören, zuhören. Komm, 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 komm. Das Ameisenlöwenzeug mit. Ist doch gar kein Problem. Kann man immer gebrauchen. Kleber. Ah, war mir klar. Ah, komm, Fliegeviecher. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich das Ding nachts starte oder tags starte? Hm. Weiß es nicht. Mich würde es jetzt auch nicht wundern. Wenn noch die Wolfsspinne kommt. Weg, weg.
Na kommt. So, ganz ehrlich, mit dem Witwendolch ist das schon ein bisschen einfach, ne? Ja, okay, er ist auch sehr mächtig. Sich. Na kommt. Na? So, nicht mal freuen. Ja, das war's für euch. Mixer erledigt. Yay. Erfolgreicher Mixer. Hallo. Und hiermit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Bis denn. Ciao.